Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du da drauf geklickt hast. Heute mal was ganz Privates, nämlich meine private Roomtour. Noch vor über 3 Jahren war das hier eine Baustelle und es sah richtig schlimm aus. Hier wurden richtig tiefe Gruben ausgehoben und das ganze Grün wurde weggemacht und eben eine neue Struktur der Gebäude hier. Es sind 3 verschiedene Gebäude in den Höfen angelegt worden mit ganz, ganz viel Grünfläche. Und dann später, wo der Rohbau schon fertig war, haben wir auch einen kleinen Rundgang gemacht. Das sah alles noch ganz, ganz klein aus. Und ich dachte mir, mein Gott, hoffentlich wird das nicht so klein. Aber jetzt muss ich sagen, wo es fertig ist, unheimlich gemütlich. In meinem Wohnzimmer war mir ganz besonders wichtig, dass Wohnen und Küche in einem ist. Denn ich bin jetzt nicht so der große Kocher und möchte natürlich irgendwie, wenn ich Besuch habe, alles in einem haben. Und deswegen haben wir jetzt hier im Wohnzimmer Sofa, Essgelegenheit und natürlich die Küche in einem. Da für mich Serien ein wichtiger Bestandteil meiner Freizeitbeschäftigung ist, war es natürlich klar, dass ein großer, geiler Fernseher her musste. Damit hier auf dem Tisch was zum Essen steht, koche ich am liebsten natürlich in meiner Küche, die offen gehalten ist und natürlich sehr, sehr viel schlicht ist. Es hat wenig rumzustehen, das ist mir ganz besonders wichtig und es ist alles verstaut natürlich. Bei einer Street-Art-Ausstellung in München habe ich diesen Künstler hier kennengelernt und nachdem ich ihn dann mehrfach gebeten habe, mir so ein Bild von der Ausstellung nachzumachen, weil das war richtig groß, das glaube ich war 10 auf 8 Meter, hängt das jetzt in meiner Wohnung und wie das entstanden ist, habe ich ein extra Video gemacht, einfach mal oben beim i nachgucken und reingucken. In meinem Badezimmer war mir wichtig, eine ganz, ganz große Dusche und natürlich einen Durchgang zum Schlafzimmer. Ja, Schlafzimmer ist klein und gemütlich mit Fernseher, Klimaanlage ganz, ganz wichtig im Sommer und es soll natürlich gemütlich sein, deswegen hier auch mit Vorhängen und alles ein bisschen plüschig hier mit unserem Lila, mit unserem Purple. Natürlich ist es im Sommer ganz, ganz wichtig, auch draußen sitzen zu können. Und deswegen habe ich mir so eine kleine Wohnlandschaft mit Grünoase geschaffen. Gemütlich, eine kleine Ergänzung zum Wohnzimmer. Ich hoffe, meine kleine Roomtour hat dir gefallen. Und in Zukunft wird es hier auf meinem Channel auch so ein paar Videos von zu Hause geben, ein bisschen Real Talk, ein bisschen Kochen in der Küche, also auf jeden Fall dranbleiben. Und ich hoffe, das Video hat dir natürlich auch gefallen. Lass mir am besten einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren, ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was dir gefallen könnte, einfach mal draufklicken und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.